Unknown Forests zum Abgeben hier. This forest is truly awe-inspiring. There are lots of secret places of beauty. I highly encourage you to exploit all. Dieser Wald ist wahrhaftig sehr beeindruckend oder so. Es gibt sehr viele geheime Orte der Schönheit. Ich empfehle es sehr, alles zu erforschen. Und dann gibt's noch den nächsten Quest, Unknown Forest. Unknown Forest, that place is hidden in the deepest region of Silver Lake. Still, it's not that difficult to find it. I hear that before someone created a trail, the place was hidden. Der unbekannte Wald, dieser Ort ist versteckt in den tiefsten Regionen von Silver Lake. Trotzdem, es ist nicht sehr schwer zu finden. Ich habe gehört, dass bevor jemand einen Weg erstellt hat, der Ort sehr versteckt war. Und dann kann man gleich wieder abgeben. Why are you looking for the unknown forest? Warum suchst du nach dem unbekannten Wald? Und dann gleich noch der nächste Quest. Forest Dust. If you happen to find the unknown forest, try planting this white four-leaf clover in the ground. That will energize the unknown forest and make it glitter. I hope that the entire forest will be energized like that. Falls du den unbekannten Wald findest, versuch diese weiße, vierblättrige, ich weiß nicht, was Clover heißt, irgendeine Pflanze wahrscheinlich. Ja, versuch diese Pflanze zu pflanzen. Das wird den unbekannten Wald energetisieren und ihn zum Glitzern bringen. Ich hoffe, dass der ganze Wald so energetisiert werden kann. Ach so, ich kann das nicht annehmen, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Oh, ja. Sollen wir, ich weiß okay, nicht, jetzt ob wir nur oben, ach so, ob wir nur oben scannen können oder ob wir in die Stadt müssen zum Scannen. Sollen wir dann mal kurz scannen gehen? Oder willst du lieber weiter questen? Ich mach lieber weiter. Okay. Ja, das war dann der Quest jetzt erstmal hier und das ist der Rest sind nur noch Dailies hier. Forest Watcher. Hast du? Ja. I was hoping you had come by. You have something to ask me? Can I ask you to do something for me first? Demi Miramons are out to burn up the entire forest. Take this bucket of water and use it on them to put out the fire. Ich habe gehofft, dass du vorbeikommst. Kann ich dich was fragen? Kannst du etwas für mich tun? Zuerst? Die Demi Miramons zünden den ganzen Wald an. Nimm diesen Wassereimer und benutze es auf ihn, um das Feuer zu löschen. Ich bin voll, deswegen kann ich es nicht annehmen. Das war der, den du meintest. So, da, weg damit. Okay, jetzt. Before you leave, I take my vocation to be the protection of this forest. The recent increase in the number of vicious Digimons in the area concerns me. Please help me. Help me before you leave for the unknown forest. Along with Demi Meramons and Candemons are also out to set the forest ablaze. Candemons sometimes set things on fire by accident because the first on their heads get onto other things. The fire. Also, was ist ein Vocation? Ich weiß es nicht. Also ich bin der Beschützer des Waldes.
Oder ich benehme mich als Beschützer des Waldes vielleicht so. Klingt so, wie es ist eine Berufung, den Wald zu beschützen, so, oder ja, was. Okay. Also das klingt vom besser, Kontext ja. her jetzt. Die erhöhte Anzahl der bösen Digimon in der Gegend macht mir Sorgen. Oder so. Ich weiß nicht, ja, was Wishy beunruhigt jetzt schon wieder mich heißt. Oder so. So, bitte was? Helf. Wishes heißt bösartig oder sowas, ja. Ach so, okay. Bitte helf mir. Bitte helf mir, bevor du in Richtung des unbekannten Waldes weitergehst. Mit dem Demimeramons und den Kendermons. Blaze? Also auch wieder mit dem Anzünden wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann wieder, sie setzen auch manchmal aus Versehen Sachen in Brand mit ihren Flammen. To protect the forest. We need fences to protect the forest, but I can't leave this place. But you can help me. Find some fences material for me. Would you? With the fences up, the forest will be safer. Bring the material of Kenomons and Demimeramons in the area. Wir brauchen Zäune, um den Wald zu beschützen, aber ich kann hier nicht weg. Aber du kannst mir helfen. Finde Material für die Zäune für mich. Würdest du? Mit den aufgebauten Zäunen wird der Wald sicherer sein. Bring mir das Material von Candlemons und Demimeramons, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil das sind doch sind Kerze unten. Und ein Feuerball, die sind ja bestimmt richtig gut, um Holz daraus zu holen, ne? Ja, Details. Ja. Also jetzt sollten wir erstmal die Demimeramons löschen. Dafür müssen wir uns so einen nehmen und dann diesen Bucket of Water darauf benutzen, ne? Du kannst auch eins nehmen und das dann dreimal löschen. So. Und dann habe ich 3 Demimeramons und 8 Candlemons. Soll ich klatschen? Der eine Quest war sehr einfach, ne? So. Und ich habe Zaunstücke bekommen. Sind wir zu weit weg oder warum zählt er das so selten? Ah, shit. Bin umgefallen. Motoko, liest du Fanfictions? Was soll ich mit denen machen? Vorlesen oder was meinst du damit? Da ich jetzt eh bei dem stehe, gucke ich mal, ob ich hier. Ja, hier kann ich scannen. Ich scanne dann mal. Um mal das Inventar ein bisschen leerer zu kriegen. Dosenerfahrung. Das ist ein Ausschlüpfei, das sollte ich nicht scannen. Fanbimon, das hatte ich auch noch nie.
Also es ist hier eine richtige Jagd, um dieses Kuwagamon zu killen. Und es gibt auch im nächsten dann auch nochmal ein anderes Digimon, was man irgendwie so jagen muss. Dann muss man echt so eine Gruppe machen und dann musst du die ganze Zeit durch die Channels switchen auf der Jagd nach dem Vieh. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier im Let's Play machen. Nur damit ihr wisst, wie das jetzt funktioniert. Also ihr müsst halt dann da rumeiern und versuchen, das Viech zu klatschen. Und alle anderen wollen das natürlich auch klatschen, wenn das dann mal erscheint. Das erscheint so alle 5 Minuten. Dann gibt es einen riesen Auflauf und deswegen wechselt das auch immer, welcher Channel jetzt gerade voll ist, weil die Leute die ganze Zeit die Channel springen, um zu gucken, wo das Viech gerade gespawnt ist, um das dann zu klatschen. Also so funktioniert das und das ist halt sehr ätzend. Ach, magst du nicht auch mal kurz scannen kommen? Ich habe jetzt so viel zu scannen. Aber ich kämpfe hier gerade so schön. Na gut, dann mach halt weiter. Also ihr seht ja, ich scanne hier tonnenweise. Ich habe sowieso so viele Questgegenstände und Zeug. Ich habe irgendwie kaum was zu scannen, ist trotzdem alles voll. Okay. Ja, ich habe mal 7 Euro für das Spiel ausgegeben, um mehr Erweiterungspäckchen zu haben. Aber das ist ja meine eigene Entscheidung. Das musst du nicht machen, dementsprechend. Das ist egal, ne? So. Außerdem hatte ich eh noch mehr Fächer, weil ich ja einen alten Charakter habe. Und damals haben die einem noch mehr gegönnt. So, munteres Scannen. Und es sind immer diese Meldungen, die hier kommen, wer jetzt da wen geklatscht hat. Das ist dann auch immer so derjenige, der am meisten oder am ersten draufschlägt, der kriegt den Kill. Also irgendwie war das dann auch noch ganz behämmert. Kann aber auch sein, dass man nur mit dem in der Party sein muss und dann kriegt jeder den Kill. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall doof gemacht. Es war doof gelöst. So, ich benutze mal die Dosenerfahrung. So. Und dann lege ich mal die Eier ab, die ich gefunden habe. Also wer Eier braucht, meldet euch einfach bei mir. Was habe ich da? Biomon und da ist noch ein Biomon, da kann man stapeln. Und ein Fanbiomon habe ich, glaube ich, noch kein einziges. Es ist lustig. Ich krieg die Items von dir, die du einsammelst. Obwohl ich so weit weg bin. Weil mir fliegen immer wieder so ein Eier zu, die ich dann scannen kann. Ich bleib vorne einfach stehen und du sammelst Eier. Ja, interessant. Ja, ich meine, wir sind eigentlich ein bisschen weit auseinander dafür, aber. Ja, weil mir ploppen im Inventar immer so einzelne neue Eier auf. Das sieht ja lustig aus. So kann man sich auch die Arbeit teilen. Einer steht vorne und scannt nur und der andere sammelt. Ich habe immer Sachen geschenkt bekommen. Deswegen habe ich ja so viele Chips halt, weil ich die immer geschenkt kriege. Und natürlich will ich ja auch ein paar Digimon schlüpfen lassen. Da unten habe ich zum Beispiel ganz viele Karten, die ich mit euch schmeißen kann und so weiter. So. Räumen wir mal weiter auf und du schmeißt mir ja eh wieder Sachen ins Inventar. Voll verrückt. So. Ein bisschen chaotisch. Ich habe so viel Kram. Windattribut, Dada und davon habe ich nicht mehr so viele.